Was geht YouTube? Mein Name ist Sama und damit herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen möchte, drei Tipps, wie ihr ein besserer Produzent werdet, in dem ich euch drei Tipps zeigen möchte, wie ihr ein besserer Produzent werdet. Wenn ihr diese Tipps befolgt und die einhaltet, werdet ihr auf jeden Fall auf kurze oder lange Sicht ein besserer Produzent werden und die werden eurer Karriere auf jeden Fall sehr gut tun. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt, schreibt in die Kommentare, worüber ihr noch Videos sehen wollt, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Tipps habt, ich lese mir alles durch und abonniert den Channel, es kommt kostenlos, unterstützt mich sehr und ihr verpasst keine Videos. Außerdem haben wir fast 1.500 Abonnenten, deswegen, you know it is, ne? Einfach mal reinzuhören. Also, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und mein erster Tipp, den ich heute für euch habe, ist, macht Gehörübungen. Was sind Gehörübungen? Ich zeige euch einfach jetzt mal hier diese Seite. ToneDeer.com heißt die. Shoutout Max von Happy Starter, der mir die gezeigt hat. Gibt safe auch noch andere, aber das funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr hört da, es gibt verschiedene Übungen. Die hier ist jetzt zum Beispiel Intervalle hören. Das ist das Simpleste, was es gibt. Das ist Major Third, die Quinte, das ist die Perfect Fifth oder die Oktave, also die Oktave einfach. Die müsst ihr dann raushören. Das ist vielleicht für den Anfang relativ schwer, aber wenn ihr da wirklich etwas reinkommt, kriegt ihr so ein unglaublich viel besseres Gehör. Also ich würde sagen, ich zeige euch das einmal kurz und dann erkläre ich euch danach nochmal, was euch das bringt. Also wir gehen jetzt einfach mal hier rein und dann könnt ihr hier auf Hear First Question klicken und dann spielt er zwei Töne ab und hier hören wir, dass es die Oktave ist, also hoffe ich mal. Perfekt. Und dann können wir den nächsten hören. Ich glaube, das ist die Perfect Fifth oder Major Third. Perfect Fifth, I guess. Genau. Okay, und wenn ihr das wirklich lange Zeit durchzieht, dann hört ihr erstens Intervalle, das heißt, ihr könnt Melodien viel, viel schneller machen, weil ihr wisst, ihr habt dann im Kopf den und den Tonabstand und dann wisst ihr schon genau, was das ist und da kriegt man irgendwann auch ein Gefühl für. Aber ihr hört generell viel besser, ihr könnt die Töne eures Samples viel besser raushören, ihr könnt Akkorde besser raushören, ihr hört viel besser, ob einfach gewisse Töne auf gewisse Akkordfolgen etc. passen, ihr hört sogar, ob Drum Rhythms besser passen. Es ist einfach ein allgemeines Ohrtraining, mit dem ihr auch andere Songs ganz anders wahrnehmt. Also ihr könnt dann viel besser verstehen, wie ein Song geschrieben ist, wie ein Beat gebaut ist. Eure Ohren sind das Wichtigste, was ihr habt als Produzent. Es gibt wirklich nichts, was wichtiger ist. Deswegen ist es in meinen Augen sehr wichtig, die zu trainieren. Und das geht mit solchen Übungen einfach mega, mega gut. Und wenn ihr das wirklich drauf habt, dann seid ihr definitiv ein viel, viel besserer Produzent als vorher. Und wenn ihr es nur ein bisschen übt und ein bisschen besser werdet, dann seid ihr halt auch ein bisschen besser so. Also es lohnt sich definitiv. Als nächstes habe ich noch einen Tipp für euch, der heißt Genres kombinieren. Da geht ihr einfach hin und nehmt zum Beispiel, wie ich jetzt beim Easy Release, da haben wir so mit Same Purple zusammen Rock, Synth und Rap einfach zusammen kombiniert und daraus was Neues gemischt. Erstens habt ihr so unique Beats, was extrem wichtig ist. Rapper lieben das, wenn ihr Beats habt, die einfach anders klingen als die von anderen. Wenn sie jetzt den 17.000. Juice WRLD Guitar Beat geschickt bekommen, dann denken die sich auch irgendwann so, ja, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gehört, vielleicht nur in einer anderen Tonart oder so gefühlt. Und deswegen habt ihr da einen riesen Vorteil, wenn ihr unique Beats habt und es fördert einfach eure Kreativität so unglaublich, wenn ihr einfach euch verschiedene Sachen vorstellt, die gut zusammenklingen können und die dann versucht zu kombinieren, weil beim Versuch von zwei Sachen zu kombinieren, stellen sich dann natürlich auch immer gewisse Probleme und gewisse Vorteile von verschiedenen Genres. Das heißt, ihr lernt die dadurch auch nochmal richtig kennen. Deswegen versucht, Genres zu kombinieren, ist ein unglaublich guter Tipp meiner Meinung nach, der euch erstens Uniqueness bringt, euren eigenen Style natürlich auch bringt und euch als Producer auch noch mehrere Skills bringt, weil ihr nicht nur Schema F macht, sondern aus eurer Box mal so ein bisschen rauskommt und was Neues probiert. Ich habe noch einen letzten simplen Trick für euch und der ist einfach viele Beats bauen. Das klingt mega banal, aber es ist einfach so und es ist nicht einfach nur viele Beats bauen in langer Zeit, sondern es ist tatsächlich bewiesen, dass es besser ist, wenn ihr viele Beats baut und in jeden Beat ein bisschen weniger Zeit reinsteckt, was natürlich jetzt vermutlich erstmal ein bisschen schlecht klingt, dass ihr eure Beats so hinkackt. Das sollt ihr natürlich nicht. Ihr sollt euch für jeden Beat so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ihr merkt, der Beat ist jetzt irgendwie nicht so geil, dann versucht nicht unbedingt den zu retten. Das ist vielleicht cool, dann habt ihr dann doch noch einen coolen Beat. Aber ihr könnt vielleicht in der Zeit zwei neue Beats bauen, die viel geiler sind. So, wisst ihr, was ich meine? Und anhand von, wie gesagt, das ist wissenschaftlich bewiesen, mehreren Sachen, die ihr macht, könnt ihr wesentlich mehr lernen, als wenn ihr nur eine Sache lang macht und die immer so leicht perfektioniert. Das ist gerade am Anfang meiner Meinung nach extrem wichtig, dass ihr einfach irgendwann mal einen Schlussstrich setzt und sagt, yo, das Projekt ist jetzt vorbei, ich fange jetzt etwas Neues an. Weil wenn ihr am Anfang seid,
ich sag euch so, wie es ist, wenn ihr ein halbes Jahr, ein paar Monate Beats baut, dann werdet ihr eh in einem bis zwei Jahre eure Beats scheiße finden. Ist einfach Fact, so. Ich finde meine Beats vor zwei, drei oder als ich angefangen habe vor vier, fünf Jahren, sind ja totaler Trash. So, damals habe ich die natürlich gefühlt und das ist ja auch genau richtig so, dass euch das Spaß macht, sie das geil finden, was ihr macht. Aber ihr werdet die wahrscheinlich sowieso nicht so geil finden und deswegen fangt lieber eher mit was Neuem an, nicht zu früh. Also wenn ihr merkt, der Beat hat auf jeden Fall Potenzial, macht den unbedingt weiter, ganz wichtig. Aber wenn ihr irgendwann merkt, es hat jetzt vielleicht keinen Sinn mehr und der ist irgendwie nicht so geil, fangt was Neues an. Es tut eurem Skill-Level auf jeden Fall gut. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Channel, wie gesagt, Road to 1,5k. Und schreibt in die Kommentare, worüber ihr gerne noch Videos sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.